Hallihallo, heute mal aus aktuellem Anlass ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Hinter die Kulissen. Ihr sucht mal nach Arena. Das Donas. Gut. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, da ist doch jetzt gar nicht die Weltmeisterschaft. Ne? Da ist ja gar nicht. Gut, Maps, ne? Geh mal auf Google Maps. Warum? Ja? Warum komme ich jetzt auf die? Ne? Da ist doch jetzt überhaupt nicht das Spiel, ne? Das Wichtige. Ne? Google Earth, klicken wir mal drauf. Ne? Wir hatten es ja letztens mit einem Konstruktionsprogramm und ab und zu ja, mache ich auch noch was zwischen den Videos. Ne? Vielleicht ganz interessant, mal einen Blick zu werfen auf die transparenten Streifen in der Arena das Donas. Und man kann dieses kleine Symbol des Fußballspielers rüberziehen in das Stadion. Das macht er gerade mal. Gut. Und wie gesagt, mach mal einen Blick auf diese schönen transparenten Streifen. Also durch dieses Stadion kann man durchgehen, ja, kann man durchgehen, ne? Warum die komische Streifen angucken, dann gleich. So, weiter, können wir durchlatschen. Das finde ich ganz witzig, ne? Mit Google Street View sind die mal durchs ganze Stadion hier in Arenas, das Dunas. Da kann man sich auch mal hinter die Kulissen begeben, ne? Da gehen wir mal hoch. So, hier sind wir hier mal oben, ne? Bei NEC, vielleicht mal so als Wegmarke, ne? Da mal so rumlatschen. Ja, mal so einen Blick nach oben, wir haben auch komische transparente Streifen da, ne? Ganz interessante Gebäudeform, ne? Also sehr konstruktiv aufwendig, ne? Und diese komische warum die transparente Streifen, sag ich, ne? Nun, gehen wir ein Stück weiter, ne? Da kann man so durchlatschen. Oh, guck mal, da kann man auch mal rein, ne? Da könnte man vielleicht mal sich hinter die Kulissen begeben. Guck mal, ne? Die brasilianische Nationalmannschaft bereitet sich aufs Training vor. Ja, wunderbar. Ja. Wunderbar. Da kann man, also ich finde das so witzig, ne? Also das ist die Toilette von Neymar. Da kann man noch weiter, ne? Weiter. Also die transparente Streifen finde ich interessant. Nee, da schlafe nicht ich, da schlafen andere Leute. Der sieht gut aus, der Kollege. Hallo. Das könnte ich jetzt gut sein, ne? Also dieses transparente Streifen im Arenas, das tun das. Also ja, gut. Ich habe da mit konstruieren dürfen, aber ich bin nicht auf den Fotos drauf. Nee, da bin ich nicht. Ne? Ich bin viel sportlicher gebaut als dieser Herr. Finde ich jetzt, also schaut euch mal das an. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz einfach zu konstruieren ist und in 3D zu konstruieren ist. Also wer mal technischer Zeichner lernen will und dann vielleicht noch seinen Ingenieur drauf macht, so wie ich, der darf dann vielleicht auch mal, wenn auch nur von Deutschland aus, so schöne Streifen machen, wo man durchgucken kann. Zum Beispiel in Arenas das Dunas und dass du nicht nass wirst. Deshalb heißt das das Dunas, ne? Dass du nicht nass wirst. So, ne? Dünen heißt. Gut. Jedenfalls kann man da rein und da kann man auch wieder raus aus Googles Street View. Gut. Und wer sich denkt, warum ist das alles so schief, der schaut sich mal das Stadion von oben an. Ne? Sehr konstruktiv aufwendig gewesen. Warum ist das so schief? Eigentlich ist es gar nicht schief. Ne? Wenn man von oben guckt, ist nämlich alles parallel zu den Außenkanten des Stadions. Ja, und es war ein Stückchen Arbeit. Also wer sich immer schon gefragt hat, was ich so zwischen den Videos mache, so Späßchen mache ich dann zwischendrin. Und wer einfach nur mal durch die Stadien latschen will, der googelt mal so ein bisschen rum. Wie gesagt, hat mich eigentlich mehr interessiert das Gebäude als die Spiele, weil ich da so ein bisschen mit helfen durfte. Also wenn ihr mal einen Beruf ergreifen wollt, ich habe ja viel jüngere Zuschauer auf dem Kanal, ne? Ja, Ingenieur ist nicht schlecht, ne? Dem ist nichts zu schwer, ne? Gut. Wie gesagt, warum das so schief ist, wahrscheinlich weil die Schiene sind. Ansonsten hat er keinen Grund. Irgendeinen Grund muss es ja haben, ne? Irgendeinen Grund muss es, also ich bin ja auch nicht wenig stolz, dass ich da so ein bisschen mitmachen durfte bei der Fußball-WM, auch wenn ich nicht persönlich dabei war. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibt mit freundlichen Grüßen und tschüss.